Weiter geht's bei Wuselgusel mit einem sehr spannenden Tier. Es lebt auf Bäumen. Oh, 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 lass mich raten. Ein Eichhörnchen. Und im Meer. Ein Tintenfisch. Das Tier hat keine Beine. Eine Schnecke. Und eine gespaltene Zunge. Eine Eichhörnchen-Tintenfischschnecke, die zungenkrank ist. Ja, und so sieht sie aus. Wusel, dieses Tier gibt's überhaupt nicht. Was? Ist es ausgestorben? Wie schrecklich! Aber halt, vielleicht haben ja ein paar Exemplare überlebt. Wir müssen sie retten. Die letzten Eichhörnchen-Tintenfischschnecken der Welt. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, rufen Sie jetzt an und spenden Sie. Wusel, jetzt hör doch auf. Es geht um... Ich weiß, es geht um jeden Euro. Rufen Sie hier an, spenden Sie sofort. Ja, unser erster Anrufer, hallo? Wusel, jetzt hör mir doch mal bitte zu. Es geht um Schlangen. Die leben auf Bäumen und im Meer und sie haben keine Beine. Und es gibt keine Spendenaktion. Ach so, na dann, hab ich dir schon von meinem Schlangenserum 3001 erzählt? Nein. Oh, wie wär's, wenn du es dann mal trinkst, Auf gar keinen Fall, Wusel. Ach komm. Nein. Bitte. Wusel. Bitte. Oh, wir haben einen zweiten Anrufer. Ja? Ich trinke das nicht. Schlangen sind faszinierende Tiere. Sie züngeln, sie bewegen sich ohne Beine und einige Arten haben Giftzähne. Sie gehören zu den Reptilien, sind also mit Schildkröten und Krokodilen verwandt. Reptilien sind wechselwarm. Das bedeutet, dass sie im Gegensatz zum Menschen ihre Körpertemperatur nicht aufrechterhalten können. Der Grund dafür ist folgender. Reptilien können keine Wärmeenergie aus ihrer Nahrung gewinnen. Stattdessen nutzen sie die Wärme der Sonne, um ihre Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Deshalb sind sie immer nur so warm wie ihre Umgebung. Wird es einer Schlange irgendwann zu kalt, kann es passieren, dass sie sich kaum noch bewegen kann. Schlangen gibt es in vielen Formen und Größen auf dem Land und im Wasser. Mit ihren Farben passen sie sich oft ihrer Umgebung an. Baumschlangen sind gut getarnt. Einige sehen wie ein Ast aus oder sind grün wie Blätter. Andere Schlangen, die auf dem Boden leben, fallen mit ihrer gelbbraunen Färbung fast nicht auf. Anders als bei uns Menschen wächst die Haut der Schlange nicht mit, wenn die Schlange größer wird. Deshalb müssen die Tiere ihre zu kleine Haut loswerden. Sie ziehen sie aus wie ein Hemd. Darunter befindet sich schon die neue, frische Haut. Die Schlange reibt sich an Steinen oder Pflanzen, um die Haut zu lockern. Die reißt dann ein und die Schlange kriecht heraus. Zurück bleibt die alte Hülle, auch Schlangenhemd genannt. Wusel hat eine total dämliche Spendenaktion gestartet. Ja, oh, und Beni will mein Schlangenserum 3001 nicht trinken. Oh, hallo? Ich möchte gern 1000 Euro spenden. Wow, so viel? Die Spendenaktion ist längst vorbei. Aber Sie können die 1000 Euro natürlich trotzdem für den Tierschutz spenden. Dafür trinkt Beni auch das Schlangenserum 3001. Was? Wie finden Sie das? Das ist toll! Das ist Erpressung! Ach komm schon, für die Wissenschaft, die Anruferin und für die Tiere. Ah, was passiert denn, wenn ich das trinke? Oh, es hilft gegen Angst vor Schlangen. Oh, das Fachwort für Angst vor Schlangen heißt übrigens Ophiophobie. Und mein Serum könnte dir helfen. Und es ist für einen guten Zweck. Na gut. Ja. Schmeckt fruchtig. Ja, aber jetzt haben wir ein Problem. Wieso? Na, um rauszufinden, ob ich wirklich keine Angst mehr vor Schlangen habe, bräuchten wir eine Schlange. Das ist eigentlich gar kein Problem. Nein? Ich habe dir noch gar nicht erzählt, wie das Schlangenserum 3001 wirkt. Du verlierst deine Angst vor Schlangen. Sag schon! Indem du dich selbst in eine Schlange verwandelst. Das Wort Schlange verrät schon, wie sich die Tiere meistens vorwärts bewegen. Sie schlängeln.
Aber wie kann man sich ohne Beine bewegen? Die Haut der Schlange besteht aus vielen kleinen Schuppen. Die Schuppen an der Unterseite ähneln einem Fahrradreifen. Der hat ein Profil, was ihm eine gute Haftung auf dem Untergrund ermöglicht. Die Schlangen haften mit diesen Schuppen auf dem Boden. Mit jeder Schlängelbewegung stoßen sie sich zusätzlich auch an kleinen Steinen und Pflanzen ab und kommen so vorwärts. Riesenschlangen wiederum haben so starke Bauchmuskeln, dass sie sich ganz gerade vorwärts schieben können. So macht das zum Beispiel die größte Schlange der Welt, die Anaconda. Die kann bis zu 9 Meter lang werden. Wüstenschlangen leben, klar, in der Wüste. Da wird es tagsüber oft extrem heiß. Um den heißen Boden aber möglichst wenig zu berühren, haben sie einen Trick. Sie winden sich seitlich und berühren nur mit ganz wenigen Körperstellen den sehr heißen Sand. Und manche Schlangen können sogar fliegen. Naja, fast. Sie springen von Baum zu Baum und gleiten dabei bis zu 30 Meter weit. Bini hat mein Schlangenserum 3001 getrunken und verwandelt sich nun in eine Schlange. Geht's dir gut? Willst du nicht irgendwas über Schlangen erzählen? Bini? 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 Wusel, ich kann dich kaum hören. Irgendwas stimmt mit meinen Ohren nicht. Schlangen sind nämlich praktisch gehörlos. Sie haben keine Ohrmuschel wie Menschen. Oder Wusel. Sie spüren aber Erschütterungen viel besser als wir. Wie zum Beispiel sowas. Ja, deswegen werden auch nur sehr selten Menschen von freilebenden Schlangen gebissen, wenn die Schlangen Schritte spüren. Was war das? Ja, dann gehen sie auf Abstand. Oh, Schlangenbini hat Angst bekommen. Aber ich weiß, wie ich ihn wieder hervorlocken kann. Moment. Tada! Ich beschwöre den Schlangenbini. Hm? Nicht nur Wusel kann scheinbar Schlangen beschwören. Aber tanzen die Tiere wirklich zur Musik einer Flöte? Das täuscht. Wie wir ja wissen, hören die Tiere die Musik nicht. In Wahrheit fühlt sich die Schlange bedroht. Sie denkt zum Beispiel, dass die Flötenspitze ein Gegner ist und folgt ihr gespannt. Der Beschwörer hält immer genug Abstand, damit die Schlange ihn nicht doch noch beißt. Viele Schlangenarten haben Giftzähne, aber sie sind deswegen nicht böse. Sie brauchen das Gift, um auf Jagd zu gehen und sich zu verteidigen und nicht, um Menschen zu beißen. In den allermeisten Teilen Deutschlands lebt nur eine Giftschlangenart, die Kreuzotter. Sie kann bis zu 90 cm lang werden, ist aber extrem scheu. Die Chance, auf eine zu treffen, ist sehr gering. Und wenn, sollte man ihr aus dem Weg gehen, denn natürlich kann sie zubeißen. Am besten ganz ruhig stehen bleiben. Denn Schlangen reagieren wie bei der Flöte eben auf Bewegung. Doch bevor Schlangen angreifen, senden sie meistens deutliche Warnsignale. Sie zischen oder bewegen ihren Kopf zurück. Andere richten sich auf. Klapperschlangen wiederum klappern. So sagen sie, nicht näher kommen, sonst beiße ich. Andere sprühen ihr Gift, wie die Speikobra, über mehrere Meter. Diese gefährlichen Schlangen findet ihr aber zum Glück nicht bei uns. Sollte es tatsächlich mal passieren, dass ein Mensch von einer Schlange gebissen wird, keine Panik. Man sollte sich die Schlange genau merken, besser noch ein Foto machen. In Gebieten mit giftigen Schlangen halten Krankenhäuser Gegengifte bereit. Und das Foto ist für die Ärzte, damit die genau wissen, welche Schlange zugebissen hat. Es ist übrigens wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen, als von einer Schlange gebissen zu werden. Bini? Bini, wo bist du denn? Und was für eine Schlange bist du? Giftig oder ungiftig? Reingefallen, Wusel. Hey, das ist nicht lustig. Doch, und ich glaube, du hast mehr Angst vor Schlangen als ich. Blödsinn. Warum bist du eigentlich keine Schlange? Ja, dein Schlangenserum hat längst aufgehört zu wirken. Aha.
Und wie kriegst du das mit dem Klappern hin? Welches Klappern? Nichts. Dann ist ja alles wieder gut. Das war wieder besonders lustig. Aber jetzt möchte ich endlich mal wieder eine eurer Fragen beantworten. Milan fragt, Wusel, wann stehst du morgens auf? Gute Frage. Das ist bei mir etwas kompliziert. Mein erster Wecker explodiert morgens um 7. Aber meistens schlafe ich dann nochmal ein. Und dann explodiert mein zweiter Wecker um 7:30. Und um 8:30 explodiert zur Sicherheit mein Kopfkissen. Und wenn ich dann ganz müde bin und doch nochmal einschlafe, explodiert um 9:00 mein Bett. Oh, da fällt mir ein, ich muss für heute Abend ja noch ein neues Bett kaufen. Ihr könnt euch ja in der Zwischenzeit noch ein Video ansehen. Das hier sind zwei meiner Lieblingsvideos. Viel Spaß.